Eldfell heißt die ständige Bedrohung von Heimei. Wir sehen uns den Vulkan aus der Nähe an. Es war der 23. Januar 1973, als eine gigantische Explosion die Bewohner von Heimei aus dem Schlaf riss. Ohne Vorankündigung spuckte der Vulkan 230 Millionen Kubikmeter Lava aus seinem Krater. Rund 400 Häuser der Stadt wurden von den Lavamassen begraben. Wie durch ein Wunder gab es keine Todesopfer. Die vulkanische Aktivität verändert die Insel aber auch unter der Wasseroberfläche. Im Hafen von Heimei bereiten wir unsere Ausrüstung für einen Tauchgang vor. Tobias Klose begleitet uns wieder. Er verspricht uns noch einen spektakulären Tauchgang. Pal Marvin Jonsson heißt unser Skipper. Er fährt uns auf die Westseite der Insel. Hier hat Tobias eine Höhle erkundet, die gerade erst entdeckt worden ist. Ein Tunnel soll unter dem Gebirgsmassiv der Insel hindurch bis auf die andere Seite führen. Du tauchst doch auch. Warst du schon in der Höhle? Frage ich unseren Skipper. Nein, ich schau erst mal, ob ihr das überlebt. Und dann kann ich das immer noch machen. So, wenn wir jetzt hier in diese kleine Bucht reingucken, da haben wir da oben diese Steilwand, diesen Felsen. Wenn man von da eine gerade Linie runterzieht, und dann sieht man auch da die weißen Streifen von den Vögeln, da unten drunter, direkt da unten drunter ist der Höhleneingang. So auf 5-6 Meter Tiefe. Und geht dann praktisch durch die Halbinsel durch. Geht dann einmal komplett durch diesen Berg durch und kommt dann auf der anderen Seite wieder raus. Die Höhle, die ist ziemlich breit. Ist zwar nicht so hoch, so 3-4 Meter hoch, aber sehr breit, sodass wenn man da reintaucht, hat man im Prinzip an den Seiten keinen Orientierungspunkt. Man taucht da einfach rein, wird immer dunkler und dunkler, man guckt sich zwischendurch um und sieht noch das Licht, taucht weiter und weiter und irgendwann erreicht man den Punkt, wo man sich umguckt und kein Licht mehr sieht. Höhlentauchgänge haben viele Tücken. Und schon kleinste Fehler haben etliche Taucher mit ihrem Leben bezahlt. Schlechte Ausrüstung, Selbstüberschätzung, zu wenig Erfahrung und schlechte Planung sind nur einige Gründe. Beim Höhlentauchen hängt das Leben an einem Faden. Sogenannte Reels sichern den Rückweg. Wer hier ohne Führungsleine in die Dunkelheit der Felsengänge eintaucht, hat kaum eine Chance, wieder den Ausgang zu finden. Langsam dringen wir einer nach dem anderen in das Innere der Insel vor. Das Bergmassiv über unseren Köpfen ist 300 Meter hoch. In der Zone der permanenten Dunkelheit fühlt man sich einsamer als irgendwo sonst auf der Welt. Wir sind schon ein ganzes Stück im Berg vorgedrungen, als wir über unseren Köpfen plötzlich eine Luftblase entdecken. Wir befinden uns in einem Hohlraum irgendwo unter der Insel. Immer wieder treten rätselhafte Nebelschwaden auf, die wenige Sekunden später wieder verschwinden. Weil wir nicht wissen, welche Gase sich in dem Hohlraum befinden, behalten wir unsere Atemregler vorsichtshalber im Mund und setzen den Tauchgang schon kurze Zeit später fort.
Wir kommen nur mühsam voran und verbrauchen mehr Luft als geplant. Eine mächtige Gegenströmung ist zu spüren. Offenbar ist der Tunnel enger geworden. Wir denken schon ans Umkehren, als wir am Ende des nächsten Gangs endlich den Ausgang aus der Unterwelt erkennen. Das war eine Hammerströmung, ja. Weil momentan haben wir gerade hier auflaufende Flut, die drückt genau von der Seite hier durch die Höhle rein, sodass wir da jetzt halt richtig arbeiten mussten, um dann wirklich hier hinten rauszukommen. Und so haben die Höhle ursprünglich auch entdeckt, ne? Weil die gesehen haben, dass da irgendwo eine Strömung ist und da hinten was rauskommt. Und so haben die das ursprünglich halt auch sich gedacht, dass hier eine Höhle ist, ne? Der Weg aus der Höhle heraus, zurück zu unserem Ausgangspunkt, ist dank der Führungsleine weniger nervenaufreibend. Meter für Meter wird die Führungsleine aufgerollt, Meter für Meter kommen wir dem Ausgang näher. Als wir sicher sein können, das Ende der Höhle fast erreicht zu haben, und die Anspannung langsam weicht, nehmen wir uns noch einen kurzen Augenblick Zeit für die Bewohner der Höhle. In ständiger Dunkelheit leben hier unten Einsiedlerkrebse, Seeigel und Seespinnen. Endlich, nach 90 Minuten, sehen wir wieder Tageslicht. Ja, der Nebel, der war da und wieder hoch. Weg. Das ja, war echt witzig. Du dachtest, das ist die Brille. Ganz komisch, ja. Ja, das muss irgendwie mit dem Druck zusammenhängen, dass von außen der Druck weniger. Der Tauchgang durch das Bergmassiv von Heimei auf den Westmänner-Inseln ist der gelungene Schlusspunkt. Hier endet unsere Expedition in die Tiefe einzigartiger Unterwasserlandschaften.